Ehemaliges Erotiksofa. Ist es eins? Wahrscheinlich. Also, wer stellt sich das da haben? Sie haben gleich die richtigen Assoziationen. Vielleicht, ja. Mal schauen. Ich glaube, es gibt kaum eine Frau, die heute herumläuft und sagt, ihr habt Spaß auf einem Mann. Er fasste mich bei der Hand und führte mich. Und gleich darauf hielt ich seinen Schweif. Ich spritz nicht. Jetzt werde ich herausziehen unangenehm. Jetzt darf ich auf einmal fügen, nicht wahr? Jetzt wird's aber schmierig, meine Herren. Eins, zwei, drei. Bananen, Zitronen, auf der Ecken steht der Bur. Bananen, Zitronen. Wie er endlich wieder gestanden ist und immer geschwind wieder eingesteckt hat, bums, gleich ist er losgegangen. Und ich habe wieder die ganze Aufregung. Dass eben gerade unsere Generation deswegen auch Probleme hat oder zugeknöpfter ist oder weil sich das eben ziemlich in den letzten Jahren zu so einem Performance-Act entwickelt hat. Unter dem Motto, das darfst du nicht, das ist böse, das ist pfui Schande, das ist pfui, das ist grauslich, tu's nicht. Was tut der Schwanz in der Futt? Alois antwortete so ruhig und ernst wie immer. Was tut der Schwanz in der Futt? Föhn!